Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Withering Rooms. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit gemacht. Ich bin jetzt zurück in der Cholera-Klinik. Hab nochmal den dicken Typen dann den Gifträumen vom Labyrinth da besiegt. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ja, dieser fette Typ, den wir noch übrig hatten da. Hab mir da noch so ein bisschen Blut geholt. Ich könnte jetzt aufsteigen, will das aber noch nicht machen. Weil ich glaube, hier lauern ja noch ein paar Gegner. Und von daher ist es vielleicht gar nicht mal so gut, jetzt aufzuleveln, die Nekrose loszuwerden, um sie nächstes Mal wiederzubekommen. Von daher werde ich noch mal ein bisschen warten damit mit meinem kühnen Vorhaben. Ich bin hier ganz vorsichtig. Denn es war ja noch eine Schwester hier, oder so ein Kotz-Zombie hieß der, glaube ich sogar, ne? Genau. Der Kotz-Zombie. Der freundliche Kotz-Zombie. Empfohlen von ihrem freundlichen Kotz-Zombie. Hier habe ich den Arzt besiegt, genau. Eine Bandage, ja auch nicht schlecht. Sollte in der Klinik ja auch vorhanden sein. Da ist sie. Man trifft dann auch nie. So. Mein Gott, hat schon wieder draufgegangen hier. Ah, okay. Von wegen Erholungsraum. Giftresistente Spritze. 75% Giftresistenz in 30 Sekunden. Ja, okay. Warum nicht? Blutiges Gewinde. Cool für Thomas. Auch nicht schlecht. Und ein Messer. Habe ich gerade verkauft. Toll. Okay, das schreit nach einer Kerze. Und nach was zum Heilen. Ich könnte auch mal... Ach. Hab ganz vergessen, hier Tonics herzustellen. Und Kuchen zu kaufen. Egal. So. Und noch ein bisschen Gegengift. Nicht schlecht. Wartet mal. Um mir das hier mal ein bisschen einfacher zu machen. Ich hab doch noch Zauberspruch. Zauber. Genau. Du sollst leben, mein Freund. Sind hier noch mehr? Weil die kommen dann ehrlich gesagt wie gerufen, die Rüstung. Ja. Ich bin dein neuer Meister, Nightingale. So, und eine können wir uns noch holen und da im Osttreppenhaus ist ja auch noch eine. Sehr gut. Da. Und wegen Treppenhaus, hier geht es auch nicht so wirklich weiter, ne? So, löst noch mal kurz deinen Fluch auf, Nightingale. Das muss hier nur nicht sein. So, und weiter geht's. 8 Feuerball sollte reichen, okay. Ihr seht, ich werde immer mehr zum Kampfmagier hier. Zumindest wenn man das an der Rüstung festmacht. Ansonsten zauber ich eigentlich fast nur noch. Die kommen auch nicht, ne? Die sind sehr lahm. Freunde! Doch bitte, danke. So. Sitzungszimmer. Ist hier jemand? Bestimmt ein Hinweis. Ja. Die Mitte des Tisches. 7. 1. 9.
2. 6. 10. 1. 3. 3. Okay. Das ist interessant. Ich soll also irgendwie hier die Orgel spielen? Das Klavier hier vielleicht? Prüfen. Ja, mal bewegen. An unsichtbare Kraft hält das Gemälde an Ort und Stelle. Ich versuch das mal. Das kennen wir ja schon. Also 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. 6. 10. 1, 3. Aha. Unsichtbare Kraft. Begutachtet die Mitte des Tisches, hat er noch gesagt. Da ist es 9 Uhr oder was? Moment mal, ich spiele das nochmal ab. Verstehe ich jetzt noch nicht. Kapier ich noch nicht. Gut, wird sich vielleicht noch aufklären. Bin ja hier auch noch nicht ganz fertig. Aha, noch ein seltsames Schlafzimmer, ja. Aha. Wo führt der uns hin? Den Weinkeller. Das wird ja immer interessanter hier. Bin ich das? Egal, ich würde sagen, wir gehen mal in den Weinkeller, oder? Ach, du schon wieder. Warte mal. Moment, mein Freund. So haben wir hier nicht gewettet. So, danke. Oh, das war einer zu viel. Oh, Unglückskleid. Aha, ein graues Wollkleid mit schwarzen Leggings. Entwurf von Priscilla Mostyn während eines Schneiderkurses am Shelton im Ladies College. Sie erhielt dafür ihre erste und einzige durchfallende Note. Durchfallende Note heißt in diesem Sinn, dass sie wohl bestanden hat. So ist das wohl gemeint. So. Gefällt mir, dass wir hier so viele Items wiederfinden. Und noch ein Münzgeldbeutel. Uiuiui, dankeschön. Gut. Aber ich will den Fluch auflösen.
Ich will nicht allzu sehr verflucht sein in diesen unheiligen Hallen, ehrlich gesagt. Und schon finden wir nämlich wieder was. Bloß wo? Hier? Ach so, lies Tagebuch eines Ausgestoßenen 1916. Man sagt mir, es sei jetzt das Jahr 1916 und auf der ganzen Welt sei ein großer Krieg ausgebrochen. Das ist keine Überraschung für jeden, der das Buch der Offenbarung gelesen hat. Besorgniserregender ist, dass es offenbar Dutzende von schlafenden Mostenhäusern gibt, die in der Schwärze des Raums schweben. Ich war ein Bewohner eines dieser Relikte mit der Bezeichnung 1888-6, das von Priscilla Mosten durch eine elektrische Blasphemie wiederbelebt wurde. Wie könnte all dies nicht 100 theologische Fragen in der Seele aufwerfen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch was. Gut. Hackebeil und Axt. Die verkaufe ich echt 1000 Mal, ey. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Schade. Ah. Wirklich schade. Aber ich komme hier noch nach links weiter. In den Festsaal. Das ist echt eine alternative Version vom Mostenhaus. Mit Samtkerze und Spiegel. Das riecht nach Bosskampf. Ja. Hallo? Wer bist du? Du brauchst nicht angreifen, Rüstung. Oh, ist das eine Nightingale? Bitte schau nicht zu genau hin, mein Fleisch verrottet. Dr. Robert Blackett, aha. Ich bin Dr. Robert Blackett. Ich glaube aus dem Jahr 1993. Ich hätte was anderes gesagt. egal. Ich wurde von Lara, der Jüngeren der Nachtmutter, gefangen genommen. Sie sagt, ich soll helfen, eine neue Welt einzuleiten, was immer das bedeutet. Ich werde dich nicht bitten, mir bei der Flucht zu helfen. Ich stelle mir vor, du hast inzwischen herausgefunden, dass ich ein problembehafteter Mann bin. Nein, 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 nein. Aber wenn es dir nichts ausmacht, dich noch ein paar Minuten in diesem üblen Ort aufzuhalten, kann ich mich erklären. Und? Ja. Head wound. Achso, also seine Kopfwunde. Nicht übersetzt worden. Um 1880, einige Jahre nachdem ich in Mostenhaus eingezogen war, begann ich eine Stimme im Traum zu hören. Sie war subtil, weder männlich noch weiblich, mehr symbolisch als akustisch. Als sturer Mann konnte ich nie zugeben, dass ich den Verstand verlor. Ich überzeugte mich also, dass die Stimme tatsächlich meine eigene war. Genauer gesagt, die Stimme meines eigenen Verstandes in der realen Welt, die zu meinem Simulacrum im Traum sprach und ihm rationale Anweisungen gab. Um sie besser zu hören, begann ich jeden Durchlauf des Traums damit, ein präzises Loch in meinen Schädel zu bohren. Nachdem ich dieses Loch gemacht hatte, wurde die Stimme so laut, dass ich sie nicht mehr von meinen eigenen Gedanken unterscheiden konnte. Alles verschwamm und die Zeit hatte keine Bedeutung mehr. Hier in diesem Gefängnis, in irgendeiner fernen Ecke des Traums, höre ich die Stimme endlich nicht mehr. Jetzt kann ich sehen. Die Stimme war nicht meine, aber wessen Stimme war es? Entschuldigung. Dr. Blackett's Synchro raubt mir hier schon die Stimme. Ich bin kein guter Mensch. Ich habe einige beschämende und seltsame Neigungen. Oh, ich will es nicht wissen. Aber meine schlimmsten Sünden im Traum wurden von dieser Stimme diktiert. Diese Stimme. Margaret? Ich schäme mich so, wenn ich Margaret ansehe. Nicht, weil ich ihre blödende, giftige, bäuerliche Mutter in China verlassen habe. Nein, weil ich so hart mit ihr umgehe. Sie hat ein so liebes Wesen. Ich war der Meinung, dass diese Liebenswürdigkeit in Anbetracht ihrer ungewöhnlichen Umstände eine Belastung darstellte. Als wir Peter Mosten kennenlernten, dachte ich, ich hätte einen respektablen Mann gefunden, an den ich die Verantwortung für Margaret weitergeben könnte. Leider schien Peter mehr an seinem indischen Hausgast interessiert zu sein. Als sich der Traum langsam in einen Albtraum verwandelte, begann Peter stark zu trinken und unsere Anwesenheit zu verabscheuen. Als Peter in der realen Welt an einem Herzinfarkt starb, war die Polizei natürlich misstrauisch. Ich hatte zwar keinen direkten Anteil an seinem Tod, aber ich bereue es nicht, dafür gesorgt zu haben, dass das Haus gut mit Alkohol versorgt war. Okay. Was mit deinen Sünden, mein Freund? Wenn du es bis hierher geschafft hast, kennst du sicher schon ein paar meiner Geheimnisse. Als Kind hatte ich ein großes Interesse an toten Tieren.
Ich verbrachte Stunden damit, verwesende Kreaturen zu sammeln und sie zu sezieren. War es diese jugendliche Neugierde, die mich auf den Weg brachte, Arzt zu werden? Nein. Mein Interesse an den Leichen war ebenso ästhetisch wie wissenschaftlich. Die Entscheidung, den Metzgerchirurgen einzustellen, wurde mir zwar von der Stimme in meinem Kopf diktiert, es waren meine privaten Obsessionen, die mich schließlich dazu brachten, an einem lebenden Subjekt im Traum zu experimentieren. Durch eine Kombination aus Ritual und Operation habe ich ein armes Mädchen in eine Abscheulichkeit verwandelt. Jetzt, wo mein Kopf wieder klar ist, kann ich immer noch ihre verzerrten Stimmbänder schreien hören. Was die anderen Iterationen von mir nach 1993 getan haben, darüber kann ich nur spekulieren. Ich schätze, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Abscheulichkeiten da draußen. Ja. Das war's? Okay. War ja nicht viel, was man mit dir machen kann. Bleibt nur noch das Orgelrätsel da. Ich bin mir sicher, den müssen wir irgendwann bekämpfen, sonst würde hier keine Kerze stehen. Aber dann, wenn jetzt hier die Kolata-Klinik wirklich erledigt sein sollte, dann kann ich ja jetzt auch mal aufleveln, ehrlich gesagt. Ich glaube, das werde ich mal tun. Ich habe hier alles erforscht, ich habe hier alles totgehauen, Dr. Robert Blackett getroffen, der aber auch nur irgendwie geblubbert und gefaselt hat. Sagt mir nicht viel, ihm tut alles sehr, sehr leid und so weiter, aber das hätte ihm auch früher einfallen können. Gut, dann gehen wir mal ins Labyrinth zurück und leveln da mal auf, würde ich sagen. So, Entschuldigung, dahin. So, kleinen Moment. Bin ja hier schon fertig, genau. Gut, ist klar. Musste mal kurz auf meinen Timer gucken. So, schnell wieder die Dose runtergenommen oder nicht mal ausgerüstet und ja, wir leveln einmal auf im Labyrinth, würde ich sagen. Da. Okay. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch. So, alte Münze, ja, letzte Münze, altes Blut haben wir alles. Ich werde mal nehmen. Standfestigkeit, Glück, Gewalt, Seltsamkeit. Ja, mit dem Zauberschaden ist schön, aber der ist ja noch. Gesundheit, Abwehr, mehr Fluchschaden. Ja, vielleicht nehme ich mal Immunität. Oder? Ja, komm, nimm das. Alles klar. 27, sehr gut. Nein, ich habe kein Blut mehr. Okay. So, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Soll ich mich mal nach Osten wagen? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, mich interessiert jetzt aber echt dieses Rätsel da in der Cholera-Klinik. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde mich jetzt mal der Arena stellen. Ja, das werde ich jetzt mal tun. Vielleicht ein ganz sinnvoller Akt, jetzt das mal zu machen. Wir gehen jetzt hier zum... Ne, das war ganz oben. Entschuldigung, zum alten Friedhof. Nicht vergessen, die Kerze anzuzünden. Ja. Und mal schauen, was wir denn von diesen Arena-Kämpfen haben. Zu Thomas kann ich ja auch nochmal gehen. Zwischen Giganten, ja. Okay. Okay. Zwei Stück. Alles klar. Okay, das sollte machbar sein, sag ich jetzt einfach mal. So, kann ich dich besuchen? Nein, natürlich nicht. Toll.
die habe ich schon mal geschafft. Komm. So, danke. Kurz die Fluch loswerden. Alles klar. Ich finde eine Betrügermedaille. Eine Medaille, die an einen Sieg in der Arena der Abtei von Brünnbach erinnert. Bringt den Anführer der fröhlichen Bande der Betrüger um eine Belohnung. Aha, okay. Ja, wenn das so ist. Was kriege ich denn von dir? Ja. Ah, ich kann noch weiter aufsteigen. Das ist also so. So ist es also gedacht, meine ich. Okay. Projektilangriffe. Ja, das nehme ich. Okay. Dankeschön. Und ich krieg sogar ein Achievement dafür. Cool. So, was machen wir als nächstes? Ich muss mal kurz überlegen, was wir als nächstes machen. Ich würde mal sagen, ich beende die Folge erstmal hier. Upsala, so. Und ja, da muss ich erstmal gucken. Ich bin ja wirklich geneigt, das Rätsel da in der Cholera-Klinik erstmal zu lösen. Weil da haben wir ja auch noch eine Quest irgendwie gekriegt. Wir haben diesen Spiegel gefunden, der in diesem Nachtmutter-Tempel da. Und wir sollen ja auch die Quest mit der Nachtmutter noch erledigen da. Also ich würde mal sagen, da mache ich mich erstmal schlau, was es mit diesem Rätsel da auf sich hat. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht hier bei Withering Rooms. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße und tschüss.